Glaubt hier irgendjemand in der Runde noch, dass Putins Atomdrohung nur ein Bluff ist? Also ich will das hoffen, dass das so ist, denn alles andere, wäre eine Katastrophe. Ich muss es hoffen, denn eine weitere Eskalation würde uns eine fast ausweglose Lage bringen. Wir könnten protestieren, wir könnten weitere Sanktionen auslösen, aber mehr würde auch nicht geschehen. Ich bin noch in Ruinen groß geworden und ich weiß, dass die Menschen so ab 60, 65 mittlerweile ganz große Furcht davor haben, dass der Krieg auf uns übergreift. Ja, nur das ist keine Phase mehr vom Hoffen. Deswegen frage ich danach, also Herr Hane, bereiten wir uns tatsächlich im Kopf auf einen Atomkrieg gerade vor? Also wir haben auf jeden Fall Angst. Und die Frage ist, ob die Angst richtig geschürt worden ist, im Sinne von, wir können durch diplomatische Mittel, müssen wir jetzt alles versuchen. Oder, also wenn ich so Kubikis Parteigenossin, die Waffenlobbyistin mit dem Vierfachnamen, sehe, das ist für mich Sie eine... Frau Strack-Zimmermann. Ja, das ist für mich eine... unzulässige Angstmacherei, die zum Schluss zu einer Geschäftemacherei führt. Wir müssen noch mehr Waffen und noch mehr Waffen. Ich habe vom ersten Tag dieses Angriffskrieges, der natürlich ganz klar ein Angriffskrieg von Putin war, gesagt, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Inzwischen erleben wir, dass das Löschen wahrscheinlich teurer ist, weil wir einen Putin jetzt natürlich geradezu dazu drängen, das wahrzumachen, was er kann. Er könnte auf den Knopf drücken. Und ich hoffe, Theologe, Christ und bete, dass das nicht kommt. Und dass es nicht kommt, heißt, wir brauchen auch in Deutschland, deswegen bin ich sehr dankbar, dass Olaf Scholz sehr zurückhaltend ist bei dieser Waffenfrage. Von vornherein, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Diplomatie, wir müssen jeden Faden nutzen zu Putin. Herr Söder hat sich doch gebrüstet, als er als Ministerpräsident als erstes zu Putin fuhr. Der große Putin. Wo bleiben denn diese Leute jetzt? Ich darf das hier so nicht stehen lassen. Jeder weiß, dass ich auch in der Waffenfrage eine etwas dezidiertere Haltung habe als Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aber ihre Haltung ist nachvollziehbar, sie ist konsequent und sie wird auch von vielen Menschen geteilt, von mir nicht, weil ich auch finde, wir müssen aufpassen bei Waffenlieferungen, wir müssen der Ukraine helfen. Deshalb ist die Zurückhaltung bei Leopard-2-Panzern angemessen. Richtig, aber bis zum Marder müssen wir die Ukraine mit Waffen versorgen, um sich selbst zu verteidigen gegen einen Aggressor, der völkerrechtswidrig handelt. Und das ist eine Unterstützung, die völkerrechtlich legitim ist. Noch einmal, Frau Hagedorn, Sie stützen die Waffenlieferungen, die der Kanzler eben auch in die Ukraine befürwortet. Jetzt hören wir von Herrn Hane, das ist teilweise Kriegstreiberei, was außerdem in der Koalition, Frau Strack-Zimmermann spricht Herr Hane an, passiert. Ich habe gefragt bei den Atomdrohungen Putins, ob wir tatsächlich noch glauben, dass das nur ein Bluff ist. Was antworten Sie? Nicht, was Sie hoffen, sondern was Sie glauben, womit Sie rechnen. Ich rechne damit, dass wir zuversichtlich sein dürfen, weil auch Putin nicht in selbstmörderischer Absicht unterwegs ist. Das würde ich ihm mal unterstellen. Nein, ich finde, es ist ganz wichtig, dass das ernst genommen wird von uns. Und unsere Bundesregierung nimmt das auch ernst. Aber ich unterstütze das, was Herr Hane gesagt hat. Und da haben wir genau, wie auch Wolfgang Kubicki, durchaus einen Konflikt mit Agnes Strack-Zimmermann. Ich befürworte die Waffenlieferung. Wir haben das übrigens als Deutscher Bundestag beschlossen. Selbstverständlich muss die Ukraine. Eine Sekunde, wenn ich das nur zu Ende führen darf. Der Bundestag hat beschlossen, dass wir selbstverständlich, und es ist ein Wechsel in der Sichtweise einer Bundesregierung, wir liefern Waffen in Krisengebiete, in Kriegsgebiete. Das haben wir nie getan. Ja. Und jetzt tun wir es. Und das ist richtig, damit sich die Ukraine selbst verteidigen kann. Aber es ist eben ein Unterschied, welche Waffen man liefert. Ob es Verteidigungswaffen sind, die liefern wir international abgestimmt. Und die Leopard 2 Panzer gehören nicht dazu, jedenfalls bis bisher nicht, weil das auf internationaler Ebene so gesehen wird. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was Sie mit Putins Atomdrohung anfangen. Wenn der droht, und das hat er vielfach getan, oder hat er andere Drohungen immer wahrgemacht, dann müssen wir doch im Kopf damit rechnen, dass er das umsetzt. Dann müssen wir doch im Moment im Kopf überlegen, was machen wir eigentlich, wenn der einen Atomschlag macht. Also glauben Sie mir, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Bundesregierung alle Szenarien durchspielt. Das ist ihr verdammter Job und das wird sie auch tun. Trotzdem ist es klug, wenn uns nicht einfach gelähmt vor Angst die Beine schlottern, sondern wenn wir vernunftbegabt bleiben und das
tun wir, indem wir eben nur international abgestimmt Waffen liefern, indem wir keine Alleingänge machen und indem, das hat Olaf Scholz ja auch wieder deutlich gemacht, er hat ja mit Putin telefoniert, das wurde übrigens kritisiert. Ich finde es richtig, auch wenn auch im Moment... Na, man fragt sich, was da rauskommt bei diesen Gesprächen. Ja, im Moment ist er offensichtlich ja gar nicht gesprächsbereit. Aber man muss es ja immer wieder versuchen und das finde ich richtig und diese Bundesregierung steht dafür. Aber auf jeden Fall, wir, liebe Frau Hagedorn, können uns ja nicht wehren. Nachdem CDU und CSU Verteidigungsminister die Bundeswehr zugrunde gerichtet haben, lange bevor es die Ampel gab, das muss doch alles auf den Tisch. Das heißt, aus einer bestimmten politischen... Ich habe doch gar nichts... Wenn ich da kurz... Wir machen ja ein völlig anderes Fass auf, Herr Hahn. Das hat doch mit der Sache nichts zu tun. Wir sind in einer Lage, und ich will an den einen Begriff erinnern, den Sie, finde ich, in sehr fahrlässiger Weise genannt haben, Geschäftemacherei. Es war keine Frage der Geschäftemacherei am Beginn dieser Auseinandersetzung. Hier hat am 24. Februar Wladimir Putin unter völliger Missachtung des Völkerrechts ein freies Land überfallen. Da ging es bei der Frage von Waffenlieferungen nicht um die Frage von Geschäftemacherei. Mhm. Davon war die Bundesregierung weit entfernt. Ich spreche ja von heute. Das ist genauso falsch. Ja, aber heute haben wir genauso falsch. Das sind Begriffe, die in einer Weise Dinge anraunen, die hochgefährlich ist. Es ging damals, und wir müssen mittlerweile diesen Krieg historisieren, wir sind in einer völlig neuen, hochgefährlichen Phase, da sind wir ja alle einer Meinung. Die Atomfrage ist dramatisch. Aber, wenn wir ehrlich sind, wenn Sie mit Ihrer Position der Nichtlieferung von Waffen, übrigens auch nicht der Nichtlieferung von Waffen, die bereits die Amerikaner längst getätigt haben. Habe ich nie gesagt, dass ich für die Nichtlieferung generell... Aber es klang ja, dann ist ja gut, dann war das jedenfalls der Erklärung bedürftig, weil der Begriff der Geschäftemacherei lässt Dinge anklingen, die manche... Herr Hahn sagt, das Löschen ist mittlerweile teurer. Ja, aber das musste man ja klären, Es war so unklar, dass ich es klären musste. Ja, wenn am Anfang nicht Waffen geliefert worden wären, um es ganz klar zu sagen, dann stünde heute Putin an der polnischen Grenze. So ist es. Das müssen wir uns bewusst machen. Es war also von daher die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, die überhaupt verhindert hat, dass dieser von Putin erwartete gloriose Sieg völlig in die Hose gegangen ist. Jawohl. Aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, wir haben eine Wende in der Zeitenwende. Die Annexionspolitik durch Putin bei gleichzeitiger Teilmobilmachung, die zum Teil, und das würde ich auch kritisieren, zum Teil durchaus triumphalistisch am ersten Augenblick gefeiert wurde, auch in hiesigen Breiten, ist ein völliger falsche Einschätzung gewesen, weil dieser Triumphalismus, Putin zeigt Schwäche, in der Tat, er hat sie ungemein gezeigt, er hat mit der Teilmobilmachung den Krieg ins eigene Land getragen. Mittlerweile wissen auch die Menschen in Moskau und St. Petersburg, was die Schunde geschlagen hat. Es sind nicht nur noch die Menschen aus Buchjatien und anderen Regionen, die den Krieg, nein, es sind alle.